Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 51, Aktuelle Stunde der Fraktion DIE LINKE, Taxiproteste in Hessen gegen Dumpingkonkurrenz von Uber und Co. 20654. Es beginnt die Frau Kollegin Janine Wissler. Bitte sehr, Janine. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben diese Aktuelle Stunde beantragt, weil Bundesverkehrsminister Scheuer den Taximarkt liberalisieren und die Konkurrenz, die Auflagen für private Konkurrenz wie Uber stark reduzieren will. Dagegen gab es deutschlandweit große Proteste von Taxifahrerinnen und Taxifahrern, auch in Hessen. Und ich freue mich, dass einige von Ihnen heute zu Gast auf der Besuchertribüne sind, darunter auch der Vorsitzende der Taxivereinigung Frankfurt, und wünsche Ihnen für die Protestaktion heute Nachmittag alles Gute. Was plant Herr Scheuer? Bisher gibt es neben den Taxis sogenannte Mietwagen mit Fahrer. Man kennt sie unter den Namen Minicar, Citycar, Flughafen-Shuttle und jetzt eben in ganz anderen Ausmaßen Uber. Für diese gelten andere Regeln als für Taxis, und diese sollen nun gelockert werden. So soll die Rückkehrpflicht zum Betriebshof entfallen, mit der Folge, dass diese Fahrzeuge dann zusätzlich und in unbeschränkter Zahl in der Stadt kreisen und parken werden, werden sie auf Aufträge warten. Das bedeutet noch mehr Verkehr, noch mehr Autos in der Stadt und noch mehr Schadstoffe. Als Privileg der Taxis erhalten will Minister Scheuer einzig das Recht, Fahrgäste auf Zuwinken und an Taxistand aufzunehmen, was die App-gesteuerte Konkurrenz aber nicht weiter stören wird. Meine Damen und Herren, ein solcher Angriff auf das Taxigewerbe muss uns alarmieren, denn Taxis sind ein wichtiger Teil des ÖPNV. Viele Taxifahrer fürchten um ihre Existenz. Schon jetzt gibt es massive Umsatzrückgänge durch Uber. Taxis sind gesetzlich und durch kommunale Satzungen reglementiert. Sie haben besondere Rechte und Pflichten, und sie erfüllen eine Aufgabe für das Gemeinwesen. So haben sie beispielsweise eine Beförderungspflicht. Sie können also Fahrt in ihrem Gebiet nicht einfach ablehnen. Auch die Fahrpreise sind reguliert. Dieses System zu unterlaufen, indem noch mehr private Konkurrenz zugelassen wird, ist ein völlig falscher Schritt. Warum macht man denn sinnvolle Regelungen für die einen, die Gewerbesteuer zahlen und Arbeitsplätze sichern, wenn man den anderen erlaubt, sie zu unterlaufen? Ohne die Beförderungspflicht können die Anbieter Rosinen picken, z.B. im lukrativen Messe- und Flughafengeschäft. Sie können Unternehmen wie Uber, so können Unternehmen wie Uber den Taxis das Geschäft kaputt machen, während sie unrentable Fahrten einfach ablehnen. Dann das Angebot auf dem Land, Kurzfahrten für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen oder auch Krankenfahrten sind finanziell eben nicht ganz so attraktiv. Und es mag ja in der Großstadt attraktiv und bequem sein, sich ein Uber zu rufen. Aber Oma Erna in der Schwalm ist eben auf ein flächendeckendes Taxiangebot angewiesen. Und sie schaut am Ende in die Röhre, wenn sie zum Arzt gefahren werden muss und Uber den Markt beherrscht und feststellt, dass sie an Oma Erna nicht viel Geld verdienen kann, meine Damen und Herren. Die neuen Taxidienste wären auch eine Konkurrenz zu Bus und Bahn. Und das sagt Herr Scheuer ja auch klar, dass die Firmen in ÖPNV-Lücken auf dem Land einspringen sollen. Das ist ein weiterer Schritt zur Abschaffung und Privatisierung des ÖPNV, was am Ende zu einem schlechteren Angebot, zu weniger demokratischer Kontrolle und zu mehr Verkehr führen würde. Meine Damen und Herren, die Unternehmen, die auf den Taximarkt drängen, haben eigene Interessen. Die Autokonzerne wollen, dass die Menschen auch zukünftig noch ihre Autos nutzen. Und Konzerne wie Uber sind eine Wette der von Finanzinvestoren. Noch nie Gewinn gemacht, aber großer Börsenwert. Man will das marktbeherrschende Unternehmen werden, um Menschen von A nach B zu bringen. Die schlecht bezahlten und nicht qualifizierten Uber-Fahrer sind dabei eigentlich nur ein notwendiges und vorübergehendes Übel, weil man wartet auf die autonomen Autos und autonom fahrenden Autos. Und bis dahin geht es vor allem um das Sichern von Marktanteilen. Meine Damen und Herren, diese Unternehmen haben kein Interesse an Gemeinwohl. Sie beschäftigen keine Fahrer, sie bieten eine Online-Plattform an, kassieren feste Provisionen und lagern das unternehmerische Risiko auf Subunternehmer und sehr scheinselbstständige Fahrer aus. Fest eingestelltes Personal wird vermieden, wo es geht. Und am Ende der Kette steht dann ein völlig unreguliertes und unkontrolliertes Kleinunternehmertum, fragwürdige Geschäftsstrukturen und prekäre oder scheinselbstständige Beschäftigung sind Alltag.
Und deshalb fordern wir die Landesregierung und den zuständigen Minister Al-Wazir auf, sich für ein attraktives und zuverlässiges Taxisystem stark zu machen und auf die Bundesregierung und Verkehrsminister Scheuer einzuwirken, auch über den Bundesrat, dass dieser Angriff auf das Taxigewerbe zurückgewiesen wird, meine Damen und Herren. Und das muss heißen, der Unterschied zwischen Taxis und Mietwagen wieder klar gesetzlich abgrenzen und Grauzonen verhindern. Rückkehrrecht und Poolingverbot müssen bleiben. Der Zoll und die Kommunen müssen die Einhaltung der Regelung stärker kontrollieren, auch und gerade die Arbeitsbedingungen. Ja, Regularien müssen an neue Anforderungen angepasst werden, aber sie dürfen nicht aufgegeben werden. Mobilitätsangebote sollen nicht von den Autokonzernen oder aus dem Silicon Valley durch Uber definiert werden, und es darf sie nicht nur dort geben, wo es lukrativ ist. Und deshalb ist es notwendig, meine Damen und Herren, dass sich der Landtag heute mit diesem Thema beschäftigt, den Taxifahrerinnen und Taxifahrern den Rücken stärkt. Und in diesem Sinne wünschen wir den Taxifahrern alles Gute für ihre Proteste und dass sie es schaffen, dass die Pläne von Scheuer so nicht umgesetzt werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat die Frau Abg. Karin Müller-Kassel, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Karin, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erst einmal vielen Dank an die Fraktion DIE LINKE, dass sie heute die Aktuelle Stunde beantragt hat. Denn wir wären gerne, oder zumindest einige von uns, sicher zu der Demonstration gegangen, haben aber aufgrund des Plenums nicht die Möglichkeit. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle an DIE LINKE. Es gab ja bereits im April eine Demonstration. Wir konnten sehen, was das ausmacht, wenn Taxifahrerinnen und Taxifahrer den Verkehr sozusagen im Rhein-Main-Gebiet lahmlegen. Es gab auch schon Zusammentreffen mit dem Bundesminister Scheuer. Alles ohne konkrete Ergebnisse. Das ist gut, dass wir heute darüber reden. Und ich denke, wir werden auch noch eine Weile über dieses Thema reden. Ich kann mich an die letzte Liberalisierung des Personenbeförderungsgesetzes erinnern. Da ging es nur, in Anführungsstrichen, nur um die Liberalisierung des Fernbusmarktes. Bis da alle Interessen in ein Gesetz gegossen waren, das hat eine ganze Weile gedauert. Deswegen denke ich, dass es noch oft Gelegenheit geben wird, darüber zu reden. Dass eine Novelle des Personenbeförderungsgesetzes passieren muss, ist aber, glaube ich, unwidersprochen, denn es ist im Moment eine Menge passiert im Verkehrsmarkt, und es ist Zeit, dass das Gesetz auch an die Wirklichkeit angepasst wird. Wir stehen vor den großen Herausforderungen, moderne Mobilitätsangebote zu ermöglichen, aber gleichzeitig auch einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten und die berechtigten Interessen des Taxigewerbes zu berücksichtigen. Es ist sicher richtig, dass man die Digitalisierung im Verkehrsbereich berücksichtigen muss im Personenbeförderungsgesetz, auch in den, auch andere Formen als den klassischen ÖPNV zulassen muss, gerade im ländlichen Raum. Wir haben das ja gemerkt, als wir garantiert mobil und einfach mobil in Nordhessen unterstützen wollten und im Odenwald. Das hat so lange gedauert, weil die starren Regelungen des Personenbeförderungsgesetzes dem entgegenstanden. Aber da hat man eine Lösung gefunden, ausdrücklich mit den Taxiunternehmen. Die sind integriert worden. Und so muss auch der Weg sein, dass mit allen geredet wird und eine gute Lösung für alle gefunden wird. Denn eine Liberalisierung des Personenbeförderungsgesetzes kann nicht auf Kosten von fairen Löhnen funktionieren. Es kann auch nicht sein, Frau Wissler hat es auch schon gesagt, dass private Anbieter die Rosinen rauspicken und die Taxen den Rest bedienen aufgrund der Beförderungsgarantie, die Fahrpreise dann immer teurer werden und die Taxiunternehmen nicht mehr von ihren Einnahmen leben können. Wir wollen ein modernes Personenbeförderungsgesetz, das die Einbindung von modernen Mobilitätsformen ermöglicht, die mehr Mobilität durch weniger Verkehr und mehr Klimaschutz gewährleisten. Mobilität, die bezahlbar ist und von der aber auch die Anbieter gut leben können. Die bisherigen Eckpunkte in dem Personenbeförderungsgesetz gewährleisten das aus unserer Sicht noch nicht. Es novelliert nicht die Beförderung von Personen, sondern die Gewinnspanne von Uber und Co. Und es liefert auch keine Antworten auf die drei größten Herausforderungen des öffentlichen Verkehrs, nämlich wachsende Pendlerströme, überfüllte Busse und Bahnen und eine unklare Rechtslage für neue Mobilitätsdienstleistungen. Zudem hat es keine ökologische Lenkungswirkung. Es besteht dann die Gefahr, dass am Ende faktisch mehr Fahrzeuge, ob nun Pkw oder Kleinbusse, auf den Straßen fahren und der Verkehrskollaps damit befördert wird.
Wer die Verkehrswende voranbringen will, muss Kapazitäten in Bus und Bahn ausbauen und flexibel einsetzen, so wie wir das in Hessen bereits tun. Und Carsharing- und Ridesharing-Angebote müssen sinnvoll in ein Gesamtkonzept integriert werden. Wir sind gespannt, wie das Verfahren weitergeht, und wir hoffen, dass wir auch in Zukunft noch, wer will, mit einem Taxi nach Paris fahren können. Vielen Dank, Kollegin Müller. Das Wort hat der Abg. Tobias Eckert, SPD-Fraktion. Tobias. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau Kollegin Müller, vielleicht dann aber nicht nur für einen Tag, weil ökologisch wäre das vielleicht auch nicht alles so richtig sinnvoll. Meine Damen und Herren, in der Tat, die Eckpunkte des Bundesverkehrsministers haben eine Debatte rund um die Förderung des Personenbeförderungsrechts in Deutschland angestoßen und die Debatte begonnen. Deswegen ist es gut und richtig, dass wir heute, Kollegin Müller hat es angesprochen, auf Initiative der LINKEN das Thema hier beraten und deutlich machen, dass wir auch den heute stattfindenden lautstarken Demonstrationen in unserem Bundesland unsere Solidarität aussprechen und deutlich machen, es ist gut und richtig, dass sich Betroffene so in die Debatten mit einschalten und deutlich machen, dass das ein oder andere Thema beim Bundesverkehrsminister in seinen Eckpunkten offenbar vergessen gegangen ist und wir deutlich machen müssen, dass Veränderung notwendig ist, meine Damen und Herren. Deswegen freut es mich, dass wir in Wiesbaden mit schon dabei waren bei solchen Demonstrationen und heute das Thema auch hier diskutieren. Denn eines ist klar, unterm Strich muss das Ergebnis sein. Wir brauchen nicht eine Neuregelung der Gewinnspanne von Uber und Co., sondern wir brauchen eine Neuregelung für die zukünftige Beförderung von Menschen, die fair mit klaren sozialen, qualitativen und ökologischen Standards geregelt sein müssen. Das muss Ziel und Ausgangspunkt aller Debatte in diesem Thema sein, meine Damen und Herren. Deswegen ist klar für uns als Sozialdemokratie, dass wir keine Kannibalisierung im Markt auf dem Rücken von Beschäftigten und auf dem Rücken von Qualität wollen, sondern wir brauchen verbindliche Rechte und Pflichten für alle Marktteilnehmer, damit fairer Wettbewerb gestaltet werden kann. Dazu zählt für uns auch und insbesondere, dass es weiterhin eine Unterscheidung von Taxiverkehren auf der einen Seite und Mietwagenverkehren auf der anderen Seite geben muss und die nicht verwischt werden dürfen, und dass aus guten und richtigen Gründen wir die Aufhebung der Rückkehrpflicht für Mietwagen deswegen entschieden ablehnen, meine Damen und Herren. Einseitige Regelungen zugunsten nur eines Marktteilnehmers können nicht Ziel und Lösung einer solchen Debatte sein, sondern wir brauchen eben nämlich eine Debatte, wie wir Mobilität nicht nur in Frankfurt bei allen Problemen, die wir jetzt schon haben, sozusagen einfach nur zulassen und sich im Markt entwickeln lassen, sondern wo wir die Möglichkeiten haben, auch zu steuern, wo wir kleine und mittelständische Unternehmen, denn so ist im Kern auch in Hessen das Taxigewerbe auch organisiert, anders als große Online-Plattformen aus Nordamerika, dass wir denen entsprechend auch über unsere Möglichkeiten des Landes Hessen natürlich Wege aufzeigen, die Fragen von Digitalisierung aktiv zu gestalten, nämlich nicht nur davor zu stehen und zu sagen, Uber, MyTaxi und andere, das sind die großen Konkurrenten, sondern das, was es auch gibt aus der Taxivereinigung, von den Genossenschaften in dem Bereich mit eigenen Apps, auch diese Angebote zu entwickeln, damit auch entsprechend die Taxiunternehmen eigenverantwortlich diese Möglichkeiten eröffnen und den Kunden ein adäquates Alternativangebot unterbreiten können. Ich glaube, das ist ein richtiger und wichtiger Weg, den wir auch als Hessen unabhängig von der Debatte rund um das Personenbeförderungsrecht, Herr Wirtschaftsminister, auch mit andiskutieren und vorangehen sollten, meine Damen und Herren. Deswegen halten wir es auch für richtig, dass in den Eckpunkten steht, was die Koalition in Berlin auch deutlich formuliert hat. Wir halten Präzisierungen der Vorschriften im Personenbeförderungsrecht notwendig, dass über die Nahverkehrspläne soziale Standards zum Schutz der Beschäftigten sowie qualitative und ökologische Standards
auch für eigenwirtschaftliche Verkehre gelten, für dringend geboten, meine Damen und Herren. Anke Rehlinger aus dem Saarland hat recht, dass wir entsprechend über Standards reden, Standards sichern, Standards festschreiben und dann auch die Debatten führen über alternative und neue Mobilitätsformen, aber in der Reihenfolge und nicht umgekehrt, meine Damen und Herren. Wir wollen eine starke Steuerungsfunktion für die Städte, für die Gemeinden, für die Landkreise, die entscheiden sollen, an welcher Stelle die bestehenden Verkehrsangebote durch weitere andere Mobilitätsanbieter ergänzt werden können und sollen, ergänzt und nicht entsprechend verdrängt und Alternativen nur geschaffen werden, einseitiger Art. Deswegen, es geht um sinnvolle Ergänzungen, aber keine Kannibalisierung. Das ist der Umkehrschluss. Und deswegen sind solche Standards, wie von mir eben beschrieben, dringend notwendig. Uber und Co. redet über Frankfurt, Berlin und Hamburg, aber niemand bei denen redet über Weilburg, Eschwege oder Erbach im Odenwald. Und das ist in der Tat die Debatte, die wir deswegen führen, wie wir Mobilität in der Fläche in unserem Bundesland anbieten können und nicht nur die Rosinenpickerei, die angesprochen worden ist, hier auch nachher noch quotieren wollen, meine Damen und Herren. Naja, abschließend ein herzliches Dankeschön, Herr Präsident, an DIE LINKE, dass Sie das Thema heute hier auch noch mit aufgerufen haben. Und Herr Wirtschaftsminister, wir wären sehr gespannt, neben ein, zwei kurzen Meldungen von Ihnen in Zeitungen, konkrete Hinweise, was Sie auch im Gespräch mit den Taxiunternehmen, im Übrigen, wir haben uns schon mit denen getroffen, ich glaube, bei Ihnen wird noch darauf gewartet, dass dieser Austausch möglich ist. Wir diskutieren, was wir... Kollege Egger, du bist ein lieber Mensch, aber es wird Zeit. Das mit dem lieben Menschen, Herr Präsident, gebe ich Ihnen gerne auch zurück. Aber trotz allem ein kurzer Abschlusssatz, Herr Wirtschaftsminister. Das wäre ganz spannend, auch in dieser Debatte von Ihnen zu hören, wie Sie nicht nur zum Personenbeförderungsrecht, sondern darüber hinaus über Wirtschaftsförderung im Bereich Mobilität für alle auch Ihre Akzente setzen wollen. Denn dann wäre die Aktuelle Stunde eine richtig gute Aktuelle Stunde. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, lieber Kollege Tobias Eckert. Nun hat das Wort Herr Kollege Enners von der AfD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gleiches Recht für alle, so lautet ein Grundsatz, für den wir schon immer streiten. Gleiches Recht für alle sollte somit auch in der sozialen Marktwirtschaft, also für alle Marktteilnehmer gelten. Betrachtet man das Taxigewerbe im Vergleich zu den Mietwagen, denn so nennt das weltweit bekannte Unternehmen Uber seine Fahrzeuge bei uns, dann merkt man recht schnell, dass die Situation zwischen diesen Anbietern vollkommen im Ungleichgewicht ist und somit der vorgenannte Grundsatz nicht gilt. Meine Damen und Herren, ein Taxifahrer benötigt eine Ortskenntnisprüfung, und viele Taxifahrer sprechen dabei von einem Kleinstudium. Denn die Fahrer müssen nicht nur die kürzesten Routen kennen, sie müssen ebenfalls wissen, welche Sehenswürdigkeiten sie auf der Fahrstrecke passieren und ob die Objekte eine Zufahrt oder nur eine Haltebucht bieten. Die Fahrzeuge selbst müssen stets in einem technisch einwandfreien Zustand sein. Die Insassen sind während der Fahrt versichert. Der aber wichtigste Punkt von allen vorgenannten Dingen ist, Taxifahrer ist ein sozialversicherungspflichtiger Beruf. Die einzige Qualifikation für einen Mietwagenfahrer besteht darin, dass sie ein Auto und einen Führerschein haben müssen. Den kleinen Personenbeförderungsschein kann man leicht beantragen. Er wird per Post übersendet, und schon kann man als Uber-Fahrer beginnen. Die Ortskundeprüfung wird im Gegensatz zu den Taxifahrern nicht benötigt, nicht einmal eine vereinfachte Form. Die Fahrzeuge sollen technisch in einem guten Zustand sein, müssen sie aber nicht. Und ein weiteres großes und noch nicht abschließend geklärtes Problem gibt es auch hinsichtlich des Versicherungsschutzes für Insassen. Mietwagenfahrer mögen vieles sein, aber ganz klar ist, das Betätigungsfeld eines Mietwagenfahrers ist keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Ein weiterer Punkt ist folgender. Während Taxis, das von den Fahrern liebevoll Fiskaltaxameter genannt, verwenden und auf direktem Wege zum Zielort fahren müssen, sieht dies bei Mietwagenfahrern ganz anders aus. Bei Uber steht der Preis zu Beginn der Fahrt bereits fest, der Weg zum Ziel bleibt allein dem Fahrer überlassen, und daraus ergibt sich folgendes Problem.
Das Finanzamt schreibt einen gewissen Mindestumsatz pro gefahrenem Kilometer vor. Wenn dieser nun beispielsweise bei 1,20 Euro liegt, so wird der Taxifahrer diesen Umsatz durch die gesetzlich vorgegebenen Tarife natürlich auch erreichen. Und dadurch unterliegt er der 1%-Regelung für Dienstfahrzeuge. Der Uber-Fahrer könnte den Umsatz pro Kilometer ebenfalls erreichen. Er jedoch hat die Möglichkeit, einen Umweg zu fahren. Durch diese Mehrkilometer wiederum sinkt der Umsatz pro Kilometer. Wenn der Uber-Fahrer dadurch nicht den Mindestumsatz einfährt, wird die 1%-Regelung nicht angewendet und somit eine Privatnutzung unterstellt. Dies schlägt sich für den Uber-Fahrer in einem wesentlich finanziellen Vorteil nieder. Dies ist eine Ungerechtigkeit für die Taxifahrer und kann so nicht hingenommen werden. Schauen wir auf den nächsten Sachverhalt. Über die Preisbildung schweigt sich Uber regelmäßig aus. Das eingesetzte System von Uber nennt sich liebevoll dynamische Fahrpreisanpassung. Der dahinterstehende Algorithmus errechnet anhand der Umstände während der Anfrage die Auslastung der anderen Anbieter. Es dürfte klar sein, dass das Angebot an freien Fahrzeugen bei schlechtem Wetter gering ist, weil eben viele Menschen mit einem Taxi oder Mietwagen fahren wollen. Das System schraubt den Preis also entsprechend hoch. Wenn Preise so dynamisch durch einen Algorithmus an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden, dann ist dies in einer sozialen Marktwirtschaft als sehr kritisch anzusehen. Solche Preisanpassungen finden auch im Touristiksektor statt, aber in diesem Sektor ist marktwirtschaftliche Konkurrenz vorhanden, und die wirkt regulierend. Den Mietwagenfahrern stehen nur die Taxis gegenüber, denen Preise und rechtliche Bindungen vorgegeben wird. Ein marktwirtschaftlicher Ausgleich kann hier nicht stattfinden. Aus diesem Grund muss es eine ordnungspolitische Regelung geben. Die AfD steht ganz klar zu fairem Wettbewerb. Wir bekräftigen das eingangs Gesagte, gleiches Recht für alle. Wir fordern, dass alle, und ich wiederhole, alle Bedingungen und Voraussetzungen für die Taxi- und Mietwagenfahrer gleich sind. Dies beginnt bei der Arbeitszeiterfassung, geht weiter über den Mindestumsatz pro Kilometer sowie die Abschaffung der dynamischen Fahrpreisanpassung und endet nicht zuletzt beim Schutz der Mitarbeiter und Verbraucher. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam für die Anpassung der Regeln arbeiten. Wir stehen dafür gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Abg. Stirböck, Freie Demokraten, Offenbach-Stadt. Herr Präsident aus Offenbach-Land, Frau Schausen, die Welt ändert sich. Wenn junge Menschen heute von Personenbeförderung in Autos sprechen, sagen sie oft, nehmen wir ein Uber, nicht mehr nehmen wir ein Taxi. Und es ist ja nicht nur Uber, über das wir reden. Chauffeurdienste wie MyTaxi, FreeNow, Moya, aber auch Mitfahrdienste wie BlaBlaCar oder Carsharing-Dienste wie Car2Go und DriveNow verändern den Markt für Personenbeförderungen mit dem Pkw. Und sie zeigen im Übrigen auch, liebe Kolleginnen und Kollegen der GRÜNEN, der Individualverkehr lebt. Und er modernisiert sich und er kombiniert sich auch mit Formen sozusagen kollektiven Transportes. Alle Versuche, diese Entwicklung zu neuen Formen aufhalten zu wollen, werden am Ende dazu führen, dass diejenigen, die man vermeintlich schützen will, am Ende erst recht Opfer dieser Entwicklung werden. Das Taxigewerbe gehört zu den letzten verbliebenen Dienstleistungsmärkten, denen eine strengere Regulierung den Wettbewerb einschränkt. Zu Recht stellte der Wissenschaftliche Beirat des Bundesverkehrsministeriums im vergangenen Jahr in einem Gutachten fest, zurzeit lässt sich der Markteintritt neuer internetbasierter Dienstleister entweder nur eingeschränkt im Einklang mit inadäquat gewordenen Regeln oder unter Laufung solcher Regelungen realisieren.
Wir Freien Demokraten wollen einen zeitgemäßen Rechtsrahmen für traditionelle und neue Geschäftsmodelle wie die sogenannte Share Economy. Die Share Economy bietet mit ihren neuen Geschäftsmodellen Bürgern zusätzliche Wahlmöglichkeiten zu traditionellen Produkten und Dienstleistungen. Um das Innovationspotenzial der Share Economy zu nutzen, brauchen wir einen passenden Rahmen, der ihnen die Freiheit zur Entwicklung lässt. Deshalb wollen wir bestehende Regelungen, etwa zur Personenbeförderung, zeitgemäß gestalten. Das darf aber natürlich nicht einseitig zulasten des Taxigewerbes geschehen. Die Freien Demokraten wollen ein Personenbeförderungsgesetz, das neuen digitalisierten Marktteilnehmern den Markt öffnet und im Taxigewerbe neue Freiheiten gibt. Auch das Taxigewerbe nutzt ja bereits die Chancen, die sich durch Apps ergeben, etwa mit der MyTaxi-App. Was wollen wir? Jeder, der über ein polizeiliches Führungszeugnis sowie über Interesseninsassenversicherung verfügt, soll einen Personenbeförderungsschein erhalten. Jeder muss aber einen auch haben, wenn er fährt. Die Ortskundeprüfung als Voraussetzung für die Personenbeförderung wollen wir abschaffen. Sie ist in Zeiten der Navi-Apps überflüssig. Die Rückkehrpflicht für Mietwagen mit einem Chauffeur wollen wir abschaffen, weil dadurch Leerfahrten entstehen, weil es Irrsinn ist, wenn man verlangt, dass z. B. ein Uber zunächst jedes Mal ins Depot zurückfährt. Wir meinen, dass es ebenso Irrsinn ist, dass beim Taxiverkehr unnötige Leerfahrten anfallen, weil die Bereithaltung der Taxis nur in der Betriebsbesitzgemeinde und nur an behördlich gekennzeichneten Stellen, den sogenannten Haltenplätzen, erlaubt ist. Auch Poolingfahren, Fahrten, bei denen sich mehrere Fahrgäste mit ähnlichen Strecken ein Auto teilen, befürworten wir. Wir sind davon überzeugt, der Wettbewerb schafft neue Arbeitsplätze und Hinzuverdienstmöglichkeiten. Wir sind davon überzeugt, der Wettbewerb schafft neue innovative Mobilitätsformen, und der Verbraucher wird am Ende entscheiden, welches Konzept er überzeugend findet. Aber der Wettbewerb, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, von links außen hier, muss fair sein. Unternehmen, die auf den deutschen Markt kommen, müssen genauso Steuern und Sozialabgaben zahlen wie die, die schon hier sind, und die gleichen Bedingungen vorfinden. Ja, es gibt auf dem Personenbeförderungsmarkt auch Verstöße, aber nicht nur bei Uber. Die Ubers sind mit dem ausschließlich bargeldlosen Zahlungsverfahren bei Steuern und Sozialabgaben übrigens deutlich überwachbarer. Wir wollen die Fesseln bei den Taxis lösen, statt Uber und Co. zu fesseln, im Sinne der Arbeitnehmer, im Sinne der Unternehmen und auch im Sinne der Kunden. Karin Müllers Taxi nach Paris, das können sich übrigens höchstens Grüne leisten. Also, das glauben wir nicht, dass das möglich ist. Es geht, liebe Kolleginnen und Kollegen der LINKEN, nicht um nichts weniger als um die Zukunft der Mobilität. Diese muss ökologisch, vielfältig und bezahlbar sein. Dafür brauchen wir innovative Mobilitätslösungen, die wir auch von links nicht verhindern sollten. Als Partei der sozialen Marktwirtschaft und des Fortschritts wollen wir nicht, dass alles so bleibt, wie es ist. Taxi Joschka hat sich mittlerweile zur Ruhe gesetzt. Der regulative Rahmen hat sich nicht wirklich geändert, seitdem Taxi Joschka hier Taxi gefahren ist. Ändern wir den regulativen Rahmen, so schaffen wir Innovation auf diesem Markt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Stirböck. Wort hat Abg. Müller, Landil, CDU-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Mobilität ändert sich in einem Maße, den wir uns vor vielen Jahren nicht vorstellen haben können. Das ist anscheinend ein Zeichen unserer Zeit. Zahlreiche Dienstanbieter, eben nicht nur Uber, sind auf dem Markt. Clever Shuttle, Carpool, Get Mobility, Moya, BlaBlaCar. Kollege Stirböck hat ja vorhin einige schon genannt. Übrigens ein Großteil dieser Anbieter außerhalb von Uber in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen hinsichtlich der dort tätigen Fahrerinnen und Fahrer. Es geht darum, glaube ich jedenfalls, dass der Bundesverkehrsminister richtigerweise erkannt hat, dass wir in der Mobilität eben bei der Personenbeförderung nach dem Personenbeförderungsgesetz vernünftig handeln müssen. Das eine ändern, ohne das andere gleich zu zerschlagen.
Es kann nicht sein, dass Taxiunternehmen für sich genommen ein absolutes Monopol in Anspruch nehmen. Es kann aber auch nicht sein, dass neue Unternehmen auf den Markt drängen und nicht gleiche Bedingungen vorfinden. Nur so einfach, und wie Sie sich das vorstellen mit den Taxis, ist es ja auch nicht. Ich lade Sie gern einmal in meinen Wahlkreis ein. Gehen Sie in die Gemeinde Driedorf, rufen Sie um 23 Uhr nachts ein Taxi. Sie werden keins bekommen, weil es gibt keins, weil kein Unternehmer dieses Taxi mehr zur Verfügung stellt. Wie kommt also der Mensch von A nach B, wenn er kein Fahrzeug hat? Wie hat sich die Mobilität in den größeren Ballungsräumen unseres Landes geändert? Die jungen Menschen, die rufen kein Taxi. Die rufen nicht unbedingt nur Uber. Die rufen einen anderen Dienstleister. Es gibt inzwischen so viele. Warum ist es nach den Mobilitätsvorgaben unseres Landes nicht möglich, dass eine Mitfahrbank an einer Bushaltestelle aufgestellt wird, weil das Personenverkehrsrecht es schlicht und einfach ausschließt? Das heißt, wir haben zahllose... Natürlich. Ja. Vorurteile pflegen Sie ausgesprochen freundlich und nett. Jedenfalls bei uns auf dem Land mag das manchmal anders sein. Es geht um die Frage, wie entwickeln wir das Mobilitätsangebot sinnvoll weiter? Wie finden wir sinnvolle innerstädtische Verkehrskonzepte, ohne gleich den Verkehr insgesamt auszudehnen? Es ist doch Realität heutzutage, dass wir in den Städten ganz viele Menschen haben, die überhaupt kein Fahrzeug selbst mehr besitzen und alle Mobilitätsarten, die zur Verfügung gestellt werden, eben nutzen. Und deshalb ist es richtig, dass die Vorschläge des Bundesverkehrsministeriums nun in einer Findungskommission weiterentwickelt werden, dass man das gesetzliche Regelwerk für plattformbasierte Angebote weiterentwickelt, aber auch rechtlichen Rahmen unterlegt. Es ist doch klar, wir haben doch die rechtlichen Rahmen, mit denen wir jetzt schon darauf einwirken können, dass Fahrerinnen und Fahrer ordnungsgemäß bezahlt werden und auch ordnungsgemäß Sozialabgaben dort geleistet werden. Man muss es eben nicht nur fordern, man muss es auch kontrollieren und umsetzen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, und wir dürfen nicht zukunftsfeindlich sein. Die Welt verändert sich, und sie verändert sich auch im Transportgewerbe. Und dem muss man sich gegenüberstellen, dem muss man sich nicht nur aussetzen, sondern man muss Antworten finden. Und diese Antworten müssen wir so finden, dass die Menschen dabei nicht verloren gehen. Und Uber, das ist das große Gespenst, was Sie aufstellen, das ist aber nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass wir weniger Fahrzeuge in den Städten alle miteinander wollen, aber gleichzeitig zur Kenntnis nehmen, Menschen müssen von A nach B. Wenn kein Bus fährt, dann brauchen wir eine andere Möglichkeit. Da gibt es Taxen, das ist gut so, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Und das miteinander zu versöhnen, ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir haben. Weglaufen hilft nicht, Handeln muss sein. Und das wollen wir mit gemessenem Auge und vor allen Dingen unter Berücksichtigung der Interessen der Menschen, die dort tätig sind, tun. Danke schön. Vielen Dank, Kollege Müller. Das Wort hat der Wirtschaftsminister, Staatsminister Tarek Al-Wazir. Tarek, bitte. Offenbach Stadt, Herr Präsident. Erst einmal zur Aufklärung. Taxi nach Paris ist ein Lied nach meiner Erinnerung aus dem Jahr 1984. Übrigens, Taxi nach Leipzig war der allererste Tatort aus dem Jahr 1970. An dieser Stelle glaube ich, dass man an diesen Punkten schon sehen kann, dass es bei Taxis halt um etwas mehr geht als in Anführungszeichen nur um Beförderung. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wir reden hier über zwei Punkte. Der erste Punkt ist die Frage, wie wird eigentlich in Zukunft im Personenbeförderungsgesetz Mobilität geregelt? Das ist der erste Punkt, und da gibt es völlig unstreitigerweise großen Anpassungsbedarf, weil durch die Digitalisierung, durch die Möglichkeiten der Digitalisierung, aber auch durch Herausforderungen der Digitalisierung wir einfach feststellen müssen, das Personenbeförderungsgesetz hat Änderungsbedarf. Das müsste unstreitig sein. Da werden wir in den nächsten Jahren über die Frage diskutieren, wie sieht das aus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es gibt einen zweiten Punkt, über den wir hier diskutieren, der ist genauso wichtig, nämlich die Frage, wie stellen wir eigentlich sicher, dass das jetzt geltende Personenbeförderungsgesetz eigentlich durchgesetzt wird, trotz aller Diskussionen über das, was zukünftig möglich ist. Zum ersten Punkt, unstrittig, der Rechtsrahmen für
Den Taxiverkehr ist das Personenbeförderungsgesetz. Das muss aktualisiert werden, um den veränderten Möglichkeiten und Erfordernissen auch gerecht zu werden. Nicht nur ich bin dieser Auffassung, die anderen Länder sind ebenfalls dieser Auffassung. Auch die Bundesregierung sieht im Koalitionsvertrag eine Gesetzesnovellierung vor. Ich will das ausdrücklich sagen. An diesem Punkt, in der grundsätzlichen Notwendigkeit, das zu verändern, unterstützt die Landesregierung auch die Bundesregierung an dieser Stelle, weil man hat, was die Digitalisierung angeht, auch viele neue Chancen. Digitale Technologien ermöglichen eine Vielzahl neuer Angebote, übrigens auch im öffentlichen Personennahverkehr, die da ganz neue Perspektiven eröffnen und die Alternativen zum eigenen Auto deutlich erweitern. Wir haben als Länder bereits 2017 mit anderen Bundesländern einen gemeinsamen Diskussionsvorschlag erarbeitet. Es hat etwas gedauert, bis der Bund aktiv geworden ist, aber das unterstütze ich ausdrücklich. Aber an dieser Stelle will ich ausdrücklich sagen, wir haben dort ganz, ganz neue Chancen. Denken Sie einmal an Carsharing. Was war das sozusagen in der Vergangenheit für eine Schwierigkeit? Feste Station, jemand, der ans Telefon gehen musste, die Frage, wie kommt man an den Schlüssel? Heute ist quasi das Smartphone die Möglichkeit, Carsharing ganz niedrigschwellig zu machen. Und die Tatsache, dass es viel mehr Menschen gibt, die an dieser Stelle sagen, ich schaffe mein eigenes Auto ab und verlasse mich darauf, dass ich sozusagen etwas finde, das gibt es. Diese Chancen müssen und wollen wir nutzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich sage aber ausdrücklich, es gibt eben auch Probleme. Weil die Plattformökonomie, die sich da entwickelt, hat das Problem oder die potenzielle Gefahr, dass das unternehmerische Risiko beim Dienstleistungserbringer bleibt, der Gewinn allerdings zum Vermittler wandert. Und an diesem Punkt müssen wir sehr darauf achten, dass dort nicht etwas entsteht, woran wir alle gemeinsam kein Interesse haben dürfen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das wird die große Herausforderung der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes sein. Und das Zweite ist, dass wir sicherstellen müssen, dass das geltende Personenbeförderungsgesetz, weil noch gilt ja das unveränderte Personenbeförderungsgesetz, dass das auch eingehalten wird. Und da will ich ausdrücklich sagen, wir sind dafür ausdrücklich, dass das geltende Recht auch gegenüber neuen Anbietern einzuhalten ist. Das jetzige Personenbeförderungsgesetz gilt, und es muss auch durchgesetzt werden. Wenn das nicht durchgesetzt wird, ist das aus meiner Sicht die Grundlage dafür, dass die Diskussion über die Aktualisierung des Personenbeförderungsgesetzes eben nicht sachlich geführt wird. Wir müssen dafür sorgen, eine sachliche Diskussion zu führen. Und dazu ist nötig, dass die geltenden Gesetze eingehalten werden. Und dazu gehört, dass für alle Beteiligten die gleichen rechtlichen Regelungen gelten und ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen Rechten und Pflichten besteht. Nur dann ist eine zukunftsfähige Weiterentwicklung möglich. Und ich will das ausdrücklich sagen. Das bedeutet auch, dass Sozialstandards, aber auch Standards bei den Fahrzeugen und dem Verbraucherschutz eingehalten werden müssen, und zwar von allen Anbietern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen an dieser Stelle sehr klar, wir begrüßen jeden Wettbewerb, solange er fair ist. Fair gegenüber den Mitbewerbern, fair gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern, mit Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Und ich sage das ausdrücklich, ohne Rosinenpickerei zulasten des ÖPNV und damit der öffentlichen Hand. Herr Minister, Sie denken an die Redezeit. Letzter Punkt, Herr Präsident. Ich werde deshalb die Aufsichtsbehörden in Hessen anschreiben und klarstellen, dass das Personenbeförderungsgesetz in der aktuellen Form einzuhalten ist. Ich will an dieser Stelle ausdrücklich sagen, dass wir den Anspruch haben, Vorreiter der Verkehrswende zu sein und damit auch bewusst auf den Ausbau des ÖPNV setzen. Und es wird Sie vielleicht wundern, aber Taxis sind Teil des öffentlichen Personennahverkehrs, so wie Busse und Bahnen. Ja, deswegen haben Sie eine Beförderungspflicht. Deswegen werden Preise an dieser Stelle festgelegt. Und ich will das an dieser Stelle sagen. Wir brauchen dort ein ausgewogenes Angebot. Und da gehören auch Taxis dazu. Da sind auch die Chancen der neuen Möglichkeiten, gerade im ländlichen Raum an dieser Stelle sicherstellen zu können, dass man sozusagen zur richtigen Zeit sozusagen an den richtigen Ort kommt. Deswegen will ich die Chancen der Digitalisierung nutzen, aber gleichzeitig auch
einen Rechtsrahmen setzen, der die Interessen der Unternehmen, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Kundinnen und Kunden und der Sicherheit im Straßenverkehr zusammenführt. Da wird noch viel Arbeit vor uns liegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber was völlig klar ist, Regeln müssen eingehalten werden. Wettbewerb ist gut, aber er kann nur dann gut sein, wenn er auch fair ist. Und darauf bestehen wir. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist diese Aktuelle Stunde gehalten.